Ja, Leute, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Vampire Stone 3 The Crimson Realm. Euer DSD Steve und... Euer Cloud, den 4.8. ist auch dabei. Ja, wir sind mal wieder hier in der Stadt. Trash Talk. Oh, ey, wirklich 170. Man, Gold ist immer so unbefriedigend, ja. Das ist belastend. Was ist das für ein Zettel dort auf dem Tisch? Das werden wir gleich herausfinden. Ah, hier scheint der ist natürlich sofort ins Auge gesprungen, ja. Der weht natürlich im windstillen Raum. Das ist schon magisch. Das ist schon. Da muss man schon mal nachgucken gehen. Ja. Nochmal ganz kurz. Wie ist das hier passiert mit dem ganzen Blut? Die haben den immer vor die Regale gehangen und haben ihn exakt an der Stelle dann. Gespalten. Ja. Wie wunderbar, dass wir hier so viele Bücher erobern konnten. Wissen ist Macht und Bücher vermitteln Wissen. Ja, das hat sich das Abschlachten unschuldiger Menschen wirklich gelohnt. Ein gutes Buch gibt dieser Welt mehr als ein dummer Nichtsnutz, Valnar. Aber wenn diese Bücher Menschen schreiben... So ist es. Die Menschen sind nur lebende Blutvorräte. Mit Ausnahme der Menschen, die klug genug sind, ein gutes Buch zu schreiben. Aber darüber hinaus sehe ich nichts, was ein Mensch wertvoller als ein gutes Buch macht. Es ist einfach nur widerlich. Wie tief sind die ganzen Vampire auf dieser Welt nur gefallen? Da sagt man eher gesunken? Na, ist okay. Ja. Wir hatten aber schon mal eine andere Formulierung gehabt, wo ihr auch in den Kommentaren geschrieben habt, so, ja, das war vollkommen in Ordnung. Also, das ist immer auch teilweise so, einfach so ein persönliches Empfinden. Also, nehmt bitte, wenn ich so etwas sage, jetzt nicht immer als, oh, da kritisiere ich das jetzt aber, sondern eher nur für mich. Ich würde es einfach vielleicht anders schreiben oder so. Das ist einfach nur... Der hat ja seine Präferenzen, ja. Ja, das ist dann einfach nur persönliche Vorlieben oder so. Ja. Auf jeden Fall hat sich viel zum Schlechteren gewendet. In der Zeit, in der ich in der Ebene der Blutgeister gefangen war. Mensch, ich war nicht da und konnte Einfluss auf das Weltgeschehen nehmen. Oh nein! Oh. Ich als Celebrity war so wichtig. Ja, wir gehen natürlich schön an den Zettel erstmal vorbei. Heilpulver. Wer kennt's nicht? Übrigens die Knochen hier oben auf dem... Ne? Ich hatte den Hund noch gelebt. Hier war ein Schamane am Werk. Der braucht hier, um ein Ritual vorzubereiten. Hm. Der liest aus den Knochen deine Zukunft. Ja, dann das Geld nehme ich mal lieber an mich. Wahnsinn. Ah, den Blutschrank wollen wir nicht haben dort. So. Mal schauen, was hier draufsteht. Rikus 7000 Fila erledigt. Chefkoch Taris 12.000 Fila. Zuletzt in Basalan gesehen. Live 20.000 Fila gefangen. Hey, ich mag Live in Fire Emblem. Vor allem, weil er immer am Anfang des Kampfes 99 HP wieder regeneriert. Und maximal? Also es ist sein Max-HP, was er immer. Also wenn du eine Karte spielst, ja? Also ein Kampf machst mit mehreren Karten bei Fire Emblem Heroes, dann ist das ganz cool, wenn du solche 5 Runden spielen musst. Und immer zu Beginn der Runde ist der quasi wieder auf vollem Leben. Das ist ganz cool. Das macht was, ja. Was ist das? Eine Art Liste mit Auftragsmorden? Scheint so. Könnte sein. Entweder Mord oder generell Kopfgeldjagd. Hier stehen noch mehr Namen. Offenbar sind 3 Personen auf der Liste gerade in Gewahrsam. Steht da auch wo? Moment, ich schaue mal. Auf der Rückseite natürlich haben sie es draufgeschrieben, diese Trottel. Wenn ich diesen Auftrag erledigt habe, kann ich mich endlich in
in Atronos niederlassen. Der Kampf um die Stadt war hart, aber mein Haus habe ich mir verdient. Mit dem Geld aus meinen letzten Aufträgen kann ich noch die Einrichtung erneuern und mir ein paar Monate Ruhe gönnen. Doch zunächst muss ich ihnen den Kopf abschlagen, wie immer im Wald nordwestlich von Atronos. Okay. Ich hoffe, dass das gerade einfach notiert wird irgendwo, ne? Dass man sich das nicht merken muss. Das ist aber, wenn du nördlich, ein bisschen nördlich im Wald fliegst, dann ist es wieder. Ist das hier gerade Atronos, wo wir jetzt sind? Ja, das ist Atronos, ja. Also nordwestlich, okay. Ja. Ich will die Gefangenen töten. Wir wissen zwar nicht, ob die Gefangenen es verdient haben, aber da wir Weltverbesserer sind und allgemein gut Vampire, sollten wir sie trotzdem vorbeischauen. Aber auch nur in Nebenquests sind wir Weltverbesserer Vampire. Ja. Nur in den Nebenquests, nicht in der Hauptstory. Richtig. Und da wechseln wir aber auch ständig die Gesinnung hin und her. Das ja, ist, ja. Ja, ja. Eine Hinrichtung, die sollten wir nicht verpassen. Ich möchte hier nochmal betonen, dass ich empfinde, dass der durchschnittliche letzte Schlacht der Elfencharakter für mich logischer handelt. Ja? Da weiß ich wenigstens, was sie als nächstes machen werden, weil die ganze Zeit am Durchdrehen sind. Ja? Also, ich finde, dass ein Elf wie ein Odysseo, ja, konsequenter und logischer handelt als Asuka. Mir ist langweilig. Ja, genau, ja, du weißt halt, ja. Genau, du weißt halt, ja, der eine ist langweilig, ja, den Walner, der nasse Farodin, den Weltverbesserer, mal ist er durchgedreht, dann ist er ein Super Saiyajin, der macht immer, ja, du weißt aber schon so ein bisschen, ja, Willi Tulis ist aus deinem eigenen Vorteil ausgelegt, so, ja, also. Und er ist nachher notgeil und ist nur richtig. Auf Bumsen aus. Genau, dann weißt du, hey, ist ein weiblicher Charakter, der mit Farodin zusammenkommt, also wird er sterben. Ja, das ist so. Das ist schon so, ne? Ich find's echt schlimm, ne? Hast du schon mal in den letzten Teil der Elfen reingeguckt? Nein, noch nicht. Das muss man da machen. Oh, also die Facets, die er jetzt zusammengebastelt hat, ne? Die sind also, das ist ein Spiel, das habe ich auch noch mit auf meiner Liste, Leute. Letzte Schlacht der Elfen, den aktuellsten Teil wird's auch noch geben. Letzte Schlacht der Elfen habe ich auch noch so ein, zwei Sachen auf meinem Kanal noch vor, Leute. Da wird noch ein bisschen was kommen. Okay, ist eine 50er-Quest. Ja. Ja, also noch nicht für also uns. Nein. Nein, nein. Aber okay. Wir können sie gerne auf der Karte aufdecken, weil es nicht schwierig, aber ja. Schaffen tun wir sie nicht. Ich hab's mit meiner also Level 39 ja Party habe ich es mal probiert, aber es hat nicht geklappt. Ja. Ja, das war ja nicht so. Ja. Was ist mit der Unterschied zwischen Verwandeln und Umwandeln? Das ist eine gute Frage. Sollte die Option überhaupt da sein, ist die Frage. Haben wir die bisher überhaupt gar nicht? Hey, und wir haben mir das Verwandeln gerade so. Ich habe mich das ganze Zeit immer irritiert. Was machen wir mit Verwandeln eigentlich? Zu wen zum Vampir, oder? Aber oder? Das ist doch ein Vampir. Ja. Was machen wir damit? Ich bin oh Gott. Speicher mal. Ja. Irgendwie kommt mir das vor, als hätten wir diese Funktion früher noch nie gehabt. Diese Option. Wahrscheinlich ist es aber gerade, haben wir uns gerade Verwirrung einfach nur selbst verletzt. Das kann sehr gut sein. Okay, ja. Okay. Bei einem Vampir macht das weniger Sinn. Okay. Aber eigentlich sollte die Option gar nicht da sein. Ja, genau. Also. Jetzt ist ja die Frage, wenn wir Menschen gefangen nehmen, ja? Können wir sie in der Runde verwandeln? Oder hätten wir sie direkt verwandeln müssen? Ich glaube, die musst du direkt verwandeln. Und was können wir mit den Menschen machen, die wir in unseren Kerker haben? Aussaugen und dann halt wieder zum Opfern bringen, ne? Achso, die können wir auch in der Halle der Opferung opfern, statt Vampire, ja, genau, oder wie? Das, ja, und die können wir auch da opfern. Aber dann wäre es ja besser gewesen, wir hätten die einfach zu Vampiren verwandelt, oder? Die bringen auf jeden Fall andere Boni, ne? Ah, Leute, müssen wir am nächsten Mal darauf achten, dass wir die Leute nicht mehr gefangen nehmen, sondern verwandeln, oder? Ja, ich denke schon.
Ah, der herrliche Duft frischer Leichen und unzähliger Blutflecken. Der Moment der Stille nach einer erfolgreichen Schlacht ist einfach wunderbar. Das würden eure Opfer wohl anders sehen. Oh. Unsere Feinde haben sich reichlich gewehrt, aber nachdem wir die Wachen des Heiligen Kreuzzugs besiegt hatten, war der Rest nicht mehr schwer. Die Bewohner hatten keine Chance gegen uns. Also den Geruch einer blutigen Schlacht finde ich auch nicht zu verachten. Es wird jetzt Zeit, die Beute aufzuteilen und langsam, aber sicher hier aufzuräumen. Wenn die Leichen anfangen zu faulen, wir es doch irgendwann etwas... Ah, okay, da fehlt ein D. Ja, okay, alles klar. Okay, ja. Sind wir gerade so irritiert gewesen. Gut, also, ich lese mal richtig vor. Wenn die Leichen anfangen zu faulen, wird es doch irgendwann etwas unangenehm. Hättet ihr nicht Lust mitzuhelfen? Ja. Wir machen bestimmt nicht die Drecksarbeit für euch. Erst den großen Spaß bei der Schlacht haben und hinterher nicht aufräumen wollen. Immer das Gleiche. Ihr seid wie Jugendliche. Schade, aber es findet sich bestimmt noch jemand. Ja, aber es kommen so viele vorbei und helfen. Es klingt so schade, dass man hier nichts mitnehmen kann. So, warum würde man nicht diesen Bluttrank hier mitnehmen? Wir looten alles mögliche aus Büchern raus oder so, aber so einen offensichtlichen Bluttrank, der warum steht, nö. Aber das haben wir schon so oft jetzt hier gehabt, ja. Ja. Das ist einfach, es sollte einfach nur Deko sein, die man nicht mitnehmen kann. Und weil die Map ja noch leerer aussieht. Richtig. Und nochmal, und ich möchte es einfach nochmal betonen, weil es mir gerade so extrem auffällt. Siehst du diese beiden Becher, die auf dem Tisch stehen? Ja, die passen halt nicht. Die überhaupt nicht passen. Die sind viel zu groß und. Viel zu hell auch. Also die Farbe, also das ist eine ganz andere Art der Farbe. Ja, also ja, passt einfach nicht. Und das scheint hier sehr viel Voodoo-Religion oder so. Wir müssen mal rausfinden, dass wir den Seelenkristall machen können. Wir finden jetzt irgendwie immer mehr Seelenkristalle und ich habe irgendwie keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, ob uns das schon mal gesagt wurde. Bestimmt. So, ja, also, ich glaube, er hat nicht vergessen. Möglich ist das auf jeden Fall, aber wir können es auch irgendwie wieder verdrängt haben. Ja. Hier muss ich mal ganz klar loben, wie das eigentlich mittlerweile seit Pokémon Schwert und Schild abläuft, dass du so eine Fibel im Spiel hast. So eine Abenteuerfibel. Und dann kannst du einfach nachschauen. Und weißt du da Bescheid so, ja, wie um wie was geht. Cassyndra, okay. Ah, ihr seht aus, als wärt ihr auch hier, um zu plündern. Das Blut ist noch nicht mal trocken. Und schon wird die Stadt von Vampiren besetzt. Wer zuerst kommt, kann das meiste mitnehmen, würde ich mal sagen. Dann willst du dieses Haus nicht besetzen, so wie die anderen Vampire? Ich bin doch nicht linksradikal und besitze Häuser. Nee. Ich habe es zwar auch satt, in irgendwelchen Höhlen zu schlafen, aber in einem Haus? Ich weiß nicht, daran kann ich mich nicht gewöhnen. Warum? Ich fühle mich hier nicht wirklich sicher. Offene Seiten überall, an denen der Heilige Kreuzzug auftauchen kann. Wow, das ist eine Figur, die mitdenkt. Ja. Insbesondere in einer ehemaligen Menschenstadt. Ja. Hier einfach. Ja. Ja. Das ist halt wie ein Aushängeschild. Bitte tötet mich, Leute. Genau. Kommt wieder her und macht mich tot. Das gefällt mir nicht. Das ist durchaus nachvollziehbar. Willst du dich vielleicht uns anschließen? Du besitzt ein Schloss und wenn du dann für uns kämpfst und so, dann bezahlst du damit deine Unterkunft. Aber nein, wir müssen die Menschen dann schon gefangen nehmen, weil... Warum sollten wir auch eine Vampire von unserer Sache zu versuchen zu überzeugen? Versklaven oder gar nichts. Ich weiß, ich habe das jetzt schon ein paar Mal kritisiert, aber es nervt mich einfach so unheimlich, dass die Figuren immer wieder davon sprechen, ja, dass so viele Vampire abtrünnig sind und dass wir irgendwie andere Leute beherrschen müssen. Aber warum versuchen wir denn nicht mal, die Leute davon zu überzeugen, sich uns anzuschließen? Wir versuchen es ja nicht mal. Und wir dadurch noch viel, viel interessantere Nebenquests haben könnten, die auch dann Folgen für uns haben. Ja.
Und das muss ja nicht immer was Großes sein. Das kann auch mal was Kleines sein oder so, ja. Es kann sogar effektiv sogar einfach sein, dass man einfach bei einer hingeht und die sagt, wir sind nicht stark genug. Sie denkt nicht, dass wir sie beschützen könnten. Wenn wir halt unser Level hoch genug ist, dann kann sie das beeindrucken. So heißt es, das muss nicht immer eine komplexe Nebenquest sein. Das kann auch mal wirklich Kleinkram sein. Und sei es auch nur, schau mal, hier hast du 10 Bluttränke und wir haben noch mehr davon. So, ne? Das muss ja nicht immer mal krass sein oder so. Ja. Ja, der Kreuzzug wird sicher nicht lange akzeptieren, dass eine Menschenstadt erobert wurde. Und deswegen nehme ich, was ich kriegen kann. Und jetzt entschuldigt mich, ich muss mich hier weiter umschauen. Das sollten wir auch tun. Hey, ich war hier zuerst. Dann streng dich mal an. Ich plündere schneller als du. Ihr denkt also, ihr seid gut im Plündern und Stehlen? Was soll diese Frage? Nun, vielleicht könntet ihr mir bei einem kleinen Auftrag behilflich sein. Danke, danke. Es ist ein schöner Charakter, danke. Das sind immer so diese Lichtblicke, diese eigentlich ganz coolen Charaktere. So, ja, also ich meine, guck mal, das ist doch wieder eine schöne Sache. So, ja. Ich bräuchte eine ganz spezielle Rüstung, die sich im Besitz eines nun ja alten Freundes befindet. Und dieser Freund will euch diese Rüstung nicht so einfach geben. Habe ich recht? Ich sag mal so. Ihr müsst den Auftrag ohne jegliche Aufmerksamkeit erledigen. Mein, in Anführungszeichen, Freund hat viele Wachen in seinem Haus platziert. Die müsst ihr allesamt umgehen. Von diversen Fallen und gefährlichen Mechanismen ganz zu schweigen. Aber ihr schafft das sicher. Und du kannst diese Rüstung nicht selber besorgen? Deine Wachen kennen mich. Wenn ich erwischt werde, wissen sie, dass ich versucht habe, die Rüstung zu stehlen. Das wäre sehr unvorteilhaft für mich. Und nun sollen wir deine Drecksarbeit erledigen. Was haben wir davon? Nun, ihr steht für mich und ich stehe für euch. Wie klingt das? Du willst als Gegenleistung für mich stehlen? Ja, eine Weile oder so. Diese Rüstung ist wirklich sehr wichtig für mich. Und meine Fähigkeiten könnte ich euch nützlich sein. Was sagt ihr? Na schön. Wo befindet sich diese Rüstung? In einem Haus in Hadrin. Ich konnte eine Kopie des Schlüssels der Haustür anfertigen. Damit sollte ihr das Haus gelangen. Aber Vorsicht, wie gesagt. Ich darf keine Wache erwischen. Keine Sorge. Das sollte kein Problem sein. Und ich will hoffen, dass deine Diebesfähigkeiten von der gleichen Qualität sind wie das, was wir hier leisten werden. Natürlich. Hier ist der Schlüssel. Dann erwarte ich eure Rückkehr. Okay. Ja, das ist auch ein bisschen nett. So. Und wie gesagt, also ich möchte mal betonen, bisher gefallen mir die Orte sehr. Also also das Welterkunden und so weiter macht mir gerade immer mehr Spaß als die Hauptquest-Reihe, weil die Hauptgeschichte ist bisher einfach nicht gut. So. Level 10 Quest. Ja. Also die können wir auf jeden Fall schon machen. Ja. Okay, dann sollten wir diese Quest wahrscheinlich sogar sofort als nächstes machen, ja? Hm. Weil wenn die für uns irgendwie stiehlt nach Zeit oder so, dann sollte man die Quest wir wieder Geld und sonstigen Kram wieder für. Genau. Auch die Quest natürlich sollten wir möglichst schnell fertig machen, aber wir brauchen hier normale Seelen, ja, um die zu füllen. Genau. Und ich weiß nicht, ob es jetzt lohnt, die schwache Seelen aufzuwerten, nur für Geld, weil wir brauchen die schwache Seelen ja auch noch für Zauber und da fehlen uns ja die Seelen nur. Deswegen möchte ich das eigentlich nicht machen. Okay. Hadrin hieß es, ja? Wo ist denn Hadrin? Hadrin, ja. Hadrin, ganz rechts. Da waren wir gerade schon mal gewesen, ja. Das ist eine der Vampirstädte. Okay, da waren wir noch nicht drinnen gewesen, oder? Nee, waren wir noch nicht. Oder vielleicht waren wir aber schon mal drin, aber... Ja, dann würde ich das sogar mit als nächstes machen wollen. Das Ding ist halt, ich möchte eigentlich auch noch nicht zu viele Quests... Also, ich glaube, wir müssen am Ende Menschlichkeit wiederbekommen durch Quests, ne? Ja, Weil... Das Problem ist halt, wenn wir auf minus 50 gehen, ja...
werden wir auf jeden Fall das Bad Ending bekommen. Das heißt, es gibt ja 4 Endings. Und 3 Endings sind davon abhängig, was ihr am Anfang als Entscheidung gemacht habt. Und die 4. löst ihr aus, wenn ihr, egal was ihr gemacht habt von den 3 Sachen, ihr habt minus 50 Menschlichkeit, also kriegt ihr das Bad Ending. Das ist mein Informationsstand. Ja. Also würde ich gerne die minus 50 vermeiden. Aber falls die minus 50 doch entstehen sollten oder so, dann sind sie halt da. Weil ich werde das Ending nehmen, ja, was wir halt bekommen. Ich strebe jetzt kein gezieltes Ending an oder so, sondern ne, wir nehmen, was wir kriegen. Jure ist verschlossen. Okay. Jetzt haben wir noch das eine Häuschen da oben und dann sind wir fertig hier. Okay, nee, haben wir nicht mehr. Ha, 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 was für eine wundervolle Schlacht. Ich wünschte, ich hätte genug Ringe, um sie alle zu knechten. Doch mir bleibt nur dieser eine Ring, um meine Machtgelüste zu befriedigen. Ein Ring? Was für einen Ring hast du denn bei dir? Diesen kleinen, aber feinen Beherrschungsring könnte ich für viel Geld von einem Artefakthändler erwerben. Das ist wirklich ein Beherrschungsring? In der Tat, damit prahle ich rum, das ist bestimmt sehr clever. Aber wie ihr sicherlich wisst, sind alle Beherrschungsringe leider bereits so alt, dass sich ein Großteil ihrer Macht inzwischen aufgelöst hat. Doch niedere Vampire oder Menschen lassen sich damit noch immer beherrschen. Ja, was willst du dafür haben? Ihr wollt den Ring abkaufen? Falls ihr reich genug seid, würde ich mich tatsächlich darauf einlassen. Also, wie viel? 15.000 Fehler. Wir haben ja gerade gespeichert gehabt, ne? Ja. Sagen wir erstmal, es ist mir zu viel. Und das ist ungünstig für euch, denn nun nutze ich den Ring einfach selbst und freue mich schon darauf, bald einen Sklaven zu haben. So, jetzt die Frage. Bin jetzt, Was ist denn, wenn wir den umwandeln? Ja. Kriegen wir den dann? Nehmen wir den dann weg oder was ist das? Nicht. Schwert, schwache Seele. Ja, kriegen wir das nicht. Ist doch bescheuert. Warum nehme ich den nicht noch den Ring ab? Verstehe ich nicht. Ich möchte den Ring hier nicht versauen. Nee. Es gibt eine begrenzte Anzahl von denen auf der Welt, also sollten wir den mitnehmen. Warte mal, haben wir das nicht gespeichert? Anscheinend wohl nicht. Ja, verdammt. Dann musst du nochmal bei ihr da oben durchändern. Okay, dann ändere ich mal schnell bei ihr durch. Ja, gut, dann. Ja, muss ich sagen, macht es mir gerade mit Gamepad spielen mehr Spaß. Ich denke mal, es wird mir nicht zu laut hören, das Gamepad oder so, vielleicht minimal. Und so, ja. Weil eigentlich will mein Mikrofon das eigentlich raus. Ich habe bewusst das Gamepad auch nicht zu nah dran. Kann aber immer mal passieren oder so, ja, deswegen so. Aber du hättest mir ja vielleicht auch mal einen Enter drücken gehört oder so. Ich denke, das ist schon okay. War ja sonst noch ASMR, Steve drückt Enter und erzählt euch was über die alte Macht. Das ist dann die neue Form, die ihr euch dann reinziehen könnt. Bald. Soon TM. Wer weiß, vielleicht, also was ich auf jeden Fall nochmal replayen möchte, sind die letzte Schlacht der Elfenspiele. Da möchte ich auf jeden Fall nochmal was zu machen. Ob ich die alte Machtspiele nochmal spiele, weiß ich nicht. Aber keine Sorge. Vielleicht, ja. Ich werde nicht irgendwie ein Let's Play löschen, weil ich es dann irgendwie durch ein altes ersetzen will, wie das so, also mit neuen ersetzen will ich manche andere Let's Player machen oder so. Also alles, was, ne? Was da ist, alles, bleibt auch da. Alles, was da ist, das bleibt auch da, ja. Ja, also wenn du hast zusätzlich was gemacht, aber, ne? Es wird nicht was gelöscht oder so. So, dann, Speichere ich dieses Mal davor, bevor wir mit dem reden. So, dann gehe ich leider davon aus, dass wir ihn auch beim Kampf nicht bekommen oder so. Na, das heißt, ich muss den Ding jetzt abkaufen. Ja, dann sehen wir mal. So, und dann nehme ich den diesmal, ne? 15.000. Ja. Schade, dass man den nicht irgendwie runterhandeln kann oder so. Ja.
Wirklich? Ich meine, sehr gut. Hier, bitte sehr. Sehr gut, danke. Diese Menge Geld kann ich mir viele tolle Ausrüstungsstücke leisten. Ja, ne? Das kann er. Das kann er ruhig gerne machen. Interessanterweise will ich ihn jetzt nicht umwandeln, weil wir Level 34 sind. Jetzt gerade Leute umzuwandeln ist eigentlich ziemlich dumm. Weil ich glaube halt, also, wie ist denn das? Ist das Umwandeln? Das ist auch. Ja, ja, es ist halt alles. Immer von, im 5er Schritten. Auch von unserem Level, ne? Also, weil jetzt ja, eigentlich was umwandeln ist ziemlich dumm, ja, ne? Ja. Wir kriegen ja auch mehr XP und alles mehr, wenn wir höher Level sind. Genau. Also will ich jetzt eigentlich nicht so viel schon umwandeln. Oh nein, 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 nein. Nein, 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 nein. No, 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 no. No, no. Oh, guck mal ein Bild von Elaine. Ja. Ja. Ich muss ehrlich sagen, die gefallen mir eigentlich alle diese Bilder. Das sind alle nett gemacht. Das sind Fanarts, ne? Das sind alles Fanarts, ja. Eingebaut worden. Wussten denn die Leute aber, dass es so eine Beherrschungskette geben wird von ihr, weil... Vermutlich, ja. Das wurde wahrscheinlich von seinen Beta-Testern gemacht. Vielleicht gab es auch irgendeinen Contest oder so, ne, wo es irgendwie offenbart wurde, ne? Was zum Teufel? Oder halt, es können ja auch Bilder sein, nach der... Nee, in der Demo hat man es noch nicht gesehen, ne, dass sie es hat. Nee. Wenn da jemand was weiß, wie die Bilder entstanden sind, ja. Ab in die Kommis. Genau. Guck mal. Was sehen wir denn hier links? Ist das von dem anderen Haus? Ja, man kommt das... da wieder. Da ist eine Treppe da vorne. Ah, okay. Ah, okay. Gut. Ja, also das muss eine sehr reiche Stadt gewesen sein. Das sind schon sehr, sehr prunkvolle Häuser. Ja, die ist richtig reich, Mann, Alter. Was haben die denn schon wieder gemacht, ey? Ich mag diese Mini-Betten, ne? Ja, ja. Die passen so überhaupt nicht dazu. Wir haben alle Tall-Charas und die Betten sind für Kleinkinder. Verdammt, dieses Alien-Soldat des Heiligen Kreuzzugs hatte mich mit einem dermaßen flehenden Blick bedacht, dass ich ihn nicht vergessen kann. Was meinst du? Ach, ich habe einem Soldaten mein Schwert mitten ins Herz gebohrt. Doch der Blick, den mir der Soldat von seinem Tod zugeworfen hat, war eine Mischung aus purer Angst und wehleidiges Flehen. Ach, jetzt. Es hätten hier Leute irgendwie Moral verschnellt. 3, 2, 1, Aska. Ja. Ja. Hey, Mensch. Überraschung. Was kümmert dich das? Er hätte dir auch keine Gnade gewährt, wenn er den Kampf gewonnen hätte. Ich weiß, trotzdem kann ich diesen Blick nicht vergessen, verdammt. Nennt man irgendwie das Traumata, ne? Wie heißt es hier? Dieses PST, PSD irgendwie? Sowas, ne? Das ist, posttraumatische Belastungsstörung, PTB, ja, ne? Genau. Ja. Sowas nennt man Reue, schlicht und einfach. Reue? Wohl kaum. Seufz. Ich muss mich wohl andersweilig beschäftigen, um die Erinnerungen loszuwerden. Die wirst du nicht mehr los. Nee. Tja, dann mach das mal. Ich habe noch nie Reue gespürt, nachdem ich getötet habe. Ja, Asrin, wir wissen, was für ein toller Kerl du bist. Du bist ein Ebenbild eines Mannes. Jeder Mann sollte so sein wie du, Asgard. Auf jeden Fall. Da bin ich mir sicher. Kann es etwas Herrliches geben als einen blutigen Sieg? Einen goldenen Sieg. Mir fällt jedenfalls nicht viel ein, was an diesem Gefühl, was an dieses Gefühl rankommt. Aber er kennt Dinge. Ja. Was aber bringt einen der Sieg, wenn die Beute nur aus unnützen Dingen besteht? Ich habe ja mitgekämpft, um Gold und Phila zu erhalten, aber schaut euch um. Also wenn du die Möbel irgendwie verscheuern kannst. Ja. Genügt es etwa nicht deinen Ansprüchen, was die von den Ermordeten unfreiwillig hinterlassen haben? Nicht mal im Ansatz. Hier gibt es kein Gold, kein Silber, nicht einmal irgendwelche Münzen. Das stimmt tatsächlich nicht. Hier haben wir schon Goldbahnen aus Särgen aus Gold und so. Nur Bücher, Möbel und unnützen Tand. Was für eine furchtbare Beute ist das hier.
Da werden die ehemaligen Besitzer bestimmt sehr traurig sein, dass sie nicht solchen Reichtum gelebt haben, wie du dir vorstellst hast. Ich warte, nein, die sind ja tot. Die waren schon ziemlich reich, wenn man sich deren Buden hier anguckt, ey. Und da kommen wir wieder zu meiner ursprünglichen Feststellung zurück. Was gibt es für ein besseres Gefühl als ein blutiger Sieg? Fehlt nur noch eine angemessene Kriegsbeute. Also keine Ahnung, warum da gerade die Textbox war aufgeploppt ist. Ich habe irgendwie gerade nichts irgendwie doppelt gedrückt oder so. Keine Ahnung. Magie. Oh, hier gab es scheinbar einen Ich weiß, warum hat jedes Haus hier seinen eigenen privaten... Ja, für das Kind, ja. Wenn es mal wieder Stress macht, kann man es immer in den Käfig einsperren, ja. Das ist ziemlich bescheuert vom Mapping her. Es grenzt schon an ein Wunder, dass die ganze Stadt nicht in Flammen aufgegangen ist, als wir angegriffen haben. Alle Vampirmagier haben eine Menge Zaubersprüche genutzt, um die Wachen des Heiligen Kreuzzugs zu vernichten. Und da habt ihr keinen Gedanken daran verschwendet, als ihr die Stadt gestürmt habt, dass Feuermagie und Holzhäuser nicht wirklich gut zusammenpassen. Zumindest wenn man die Holzhäuser noch plündern will. Und ehrlich gesagt war unser Ziel zunächst einmal die Stadt überhaupt einzunehmen, ne? Das war schon schwer genug und hat einige Opfer auf unserer Seite gekostet. Okay, ist der Erste, der jetzt wirklich von Opfern auf deren Seite hier spricht, ne? Hm. Aber falls es doch zu Bränden gekommen wäre, hätten wir vermutlich einige Eiszauber nutzen müssen, um die Brände zu stoppen. Weil, so funktioniert das. Das kleine Lehrbuch erfolgreicher Eroberer. Habe immer einen Eiszauber parat, um die Feuer zu löschen, die deine Feuerbälle verursacht haben. Sollte es jetzt witzig sein, oder? Aber nun ist es ja dahingehend gut ausgegangen. Wir können die Beute verteilen. Abstoßen, einfach nur abstoßen. Hätte ohnehin keine Anrecht auf irgendwelche Beute. Da ist mir eure Meinung ziemlich egal. Hält uns trotzdem nicht davon ab, uns hier noch weiter umzuschauen. Solange ihr nicht stehlt, was uns gehört. Nein, wir looten doch nicht. Nein. Wir sind brav. Überhaupt? Wir halten uns an die Plünderregeln des Heiligen Kreuzes. Weißt du, was ich nicht verstehe? Warum macht sich eigentlich hier keiner mal Gedanken darüber, dass hier organisiert Vampire eine Stadt angegriffen haben? Hier haben sich doch offenbar Vampire zusammen organisiert, ja? Ja. Und das hier gezielt angegriffen. Mhm. Aber das fragt sich unsere Truppe irgendwie nicht so wirklich. Nee, es muss ja eigentlich einen Anführer oder sonst was gegeben haben, der die Leute jetzt hier dazu ermutigt hat, das zu machen. Ich meine, alles spricht für diesen Priester-Dude, ne? Den wir. Da war doch noch ein NPC, oder? Hatten wir mit dem noch nicht gesprochen? Gehen wir mal rein und gleich rechts mit dem Typen hier. Da ist auch noch ein Keller anscheinend unten. Ah, nee. Oh, stimmt. Wenn ich doch nur hinter das Geheimnis käme. Was denn für ein Geheimnis? Oh, entschuldigt, ich habe euch gar nicht bemerkt. Ich war so in meinen Gedanken versunken. Das kann auf dieser Welt sehr schnell tödlich enden. Das ist wohl wahr. Aber neben guten Rat stehen, könntet ihr mir vielleicht doch bei etwas anderem behilflich sein? Worum geht es? Wie ihr sicherlich erkennen könnt, habe ich mich der Eismagie verschrieben. Das seht ihr, weil ich was Blaues trage. Und als Eismagier muss ich blau tragen. Das ist immer nur das haben wir in Final Fantasy gelernt, ja. Und auch, ne, nicht zu vergessen, Arbeitsrecht, ja. Wenn mir was passiert, würde die Krankenkasse nicht einspringen, wenn ich jetzt rot getragen hätte. Ja? Exakt. So. Ich lerne alles darüber, wie ich meinen Feinden das Blut in den Knochen gefrieren lassen kann. Doch ich hörte von einem Feuerzauber, der so mächtig ist, dass er jegliche Eismagie in Sekundenbruchteile neutralisieren kann. Das darf nicht sein. Ich muss diesen Feuerzauber kennen, um zu verstehen, wie ich meine Eismagie verändern muss, um auch diese Feuerzauber zu bezwingen. Ja, das ist sogar logisch. Ein mächtiger Feuerzauber? Das klingt auch für mich nicht uninteressant. Dann helft mir, ihn zu finden und zu verstehen. Dann profitieren wir beide davon. Wo soll ich diesen Feuerzauber finden? Nun ja, also der ist auf Latein, ja? Also deswegen kann ich das auch dann übersetzen und so. Also,
In einer abgelegenen Festung, weit im Süden, Westen dieser Welt. Süden, Westen. Wer kennt es nicht? Süden, Westen. Nicht Südwesten, nein, Süden, Westen. Also nochmal, das spielt natürlich keine Rechtschreibung auf Trash-Game-Niveau oder so, ja? Aber irgendwie häufen sich doch die Rechtschreibfehler, oder? Ja. Also ich finde, also, meine, gut, wir haben Existenz falsch geschrieben bekommen, ne? Tut mir leid, darauf muss ich weiter rumhacken, Leute, ja, also, das ist der heilige Trash-Game, gerade. Das Bingo ist halt dafür schon mal so, oh, Existenz falsch geschrieben, richtig, könnte ich mal abhaken, das ja. Das ist immer ein Bingo-Feld wert, Existenz, so, ja, also, ja. Ne? Ja. In der abgeschiedensten einer dichten Schneewaldes, auch finde ich immer dieses, südwestlich auf dieser Welt, naja, sag doch einen Kontinentnamen oder so. Ja. Haben diese Kontinente hier überhaupt Namen? In welchem Maker-Spiel haben die das schon? Außer in denen, wo auf Krampf das gesagt wird, wie der erste Kontinent heißt. Ja, das war in diesem Vampire's Dawn inspirierten Spiel. Findet ihr auf Retros Kanal, da haben wir mal einen, so ein Spiel gemacht, was von einem Vampire's Dawn Fanboy damals gemacht wurde. Last Will, glaube ich, hieß das. Last Will. Da gibt es irgendwann einen NPC, der auch davon spricht, wie der Kontinent heißt, wie der davor heißt. Und dann meint er auf einmal, der erste Kontinent, auf dem ihr wart, hieß so und so. Mhm. Ja. Besonders genau ist diese Angabe nicht gerade. Wenn ich es genauer wüsste, hätte ich ihn schon selbst geholt. Aber ihr seht mir so aus, als wärt ihr besser in der Lage, versteckte Orte zu finden als ich, ne? Ich habe leider keinen Itemfinder. Wir kommen wieder, sobald wir den Zauber haben. Vielleicht. Was? Nein, Moment, ihr müsst wiederkommen, um mir auch den Zauber zu zeigen. Zeige euch als Dank einen meiner besten Eiszauber. Ein Eis- und ein Feuerzauber? Das klingt nach einer lohnenswerten Angelegenheit. Okay, lass uns raten. Ich sag Level 70. Level 50. Sehr gut. Dann erwarte ich eure baldige Rückkehr. Echt? Okay, ja. Krass. Wir haben es geschafft, genau dazwischen zu sein, beide. Warum steht eigentlich nur ein Eiszauber? Müsste ich noch einen Feuerzauber nicht da schnell belohnen? Ja, eigentlich schon. Okay. Ich will das Haus mal noch ein paar jetzt noch fertig erkunden. Genau, kannst du ja mal in den Keller gehen. Wir noch in den Keller. Aber auf der eigentlich, ja. Die Stadt hat sich wieder. Wir haben, wie viele Quests bekommen wir da? Zwei Quests, ja? Ja, zwei Quests, ja. Haben ein Bild gefunden, haben eine Rune gefunden und konnten das Schwert aufleveln, also. Und ja, gab auch noch so einen Named Vampir, den wir mitnehmen konnten. Hat sich schon gelohnt, definitiv. Ja. Oh, guck mal. So, wieder nochmal. Wer baut das Haus so? Niemand. Malex, der auf Krampf Verstecke einbauen möchte. Ja. Oh. Bestimmt sehr vorteilhaft, so rumzulaufen, finde ich, wenn auf man jeden Fall. Schlacht. Damit kämpfe ich auf jeden Fall sehr, sehr gut, ja. Oh. Kann ich die gegnerischen Krieger noch ein bisschen ablenken? Mhm. Oh. Also ablenken kannst du damit sehr gut, ja. Oh, euch habe ich ja hier noch gar nicht gesehen. Ihr scheint erst nach der Schlacht hier angekommen zu sein. So ist es. Du scheinst es dir hier aber schon gemütlich gemacht zu machen. Gemacht zu machen? Was denn halt gemacht? Machen? Zu machen, gegen ja? Was gemacht. Ja, gemacht. Ja, ja. Nun, ich bin noch unentschlossen, ob ich die ganzen Blutflecken entferne oder als Dekoration behalten soll. Irgendwie Nein, machen nicht. Sie diesen Keller doch gleich ein wenig hübscher, findet ihr nicht? Da hast du eigentlich recht. Die Flecken machen diesen Keller durchaus etwas vampirhafter. Ja.
Ich weiß Warum nicht. muss das mal im Zusammenhang stehen, Mann? Ich weiß nicht. Dracula zum Beispiel wurde nicht so dargestellt, oder? Oder nee. So, eher sind so Gentlemans eigentlich immer eher so, ne? Mhm. Er mochte alten Stuff, ja. Aber es muss doch nicht alles blutig sein. Ja. Was hat das mit Vampirsein zu tun dann? Dass meine Umgebung eigentlich voll gespritzt sein muss mit literweisem Blut. Ja. Nee. Du willst es ja eigentlich saufen und nicht Richtig. An die Wand malen. Richtig. Außer du bist ein Vampire the Masquerade, du bist ein Blutvampir-Magier. Ja. Aber dann ist es hier alles aus Fleisch. Dann, Richtig. Dann stülpst du das Innere der Menschen nach außen und so. Dann ist das eine ganz andere Geschichte, aber ihr seid dann... Richtig. Diese Welt ist durch den Krieg schon kaputt genug. Ach, jetzt da muss ich mal ein bisschen drüber philosophieren. Da wäre es doch sinnlos, sich nicht wieder auf die kleinen Dinge zu konzentrieren, diese untoten Leben am Ende doch erst lebenswert machen. Wissen ja alle, wer in diesem verdammten Krieg die alleinige Schuld trägt. Alleinige Schuld auch nicht. Du hast doch deinen Beitrag auch dazu geleistet. Richtig. Oh ja. Nämlich du, Elaine. Hättest du mich die verdammte Steintafel nutzen lassen, hätte es diesen Krieg niemals gegeben. Das ist deine verdammte Sicht der Dinge. Dem stimme ich kein bisschen zu, Mistkerl. Es geht hier nämlich nur schwarz und weiß. Mhm. Wollten wir gehen oder uns jetzt streiten? Hä? Ja, entschuldigt mich bitte. Ich muss mich um andere Dinge kümmern. Okay, sie hat einen Tricknamen, ja? Dem hat sie. Dann kommt sie mal in unser Schloss. Okay, Ring. Nein, was? Ja, das lohnt sich also nicht. Nee. Schau mal einmal, was sie uns für Gegenstand geben würde. Ah, wieder so eine Rüstung. Nee, lohnt sich also auch nicht. Und nee. Wie viele EP sind denn das? Halt auch nicht genug. Mal. Da müssten wir, keine Ahnung, noch 6-7 Leute umwandeln, dass ich dadurch ein Level abbekommen würde. Das ist so. Ja. Lohnt sich aus der Sicht nicht. Na gut, Leute, dann machen wir hier beim nächsten Mal, wenn die Frau mal wieder lebt, weiter. Ich höre DSD, Steve, und? Euer Glauben, denn wir achten. Und wenn Sie immer einen Kommentar und Daumen noch umfreuen. Tschö, tschö. Tschö, tschö.